Eigentlich gerade mit dem Problem, was ich davor angesprochen habe. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Das, ich schreibe es kurz. So. Lauter. Ich weiß nicht, was das Problem liegt, ne? Also, das ist mein Problem eben. Ja, es geht auf einmal, wenn ich es irgendwie so ruckartig von Programm zu Programm habe. Ich habe nur ein, zwei Programme offen. Aber, lieber Lord Massenmord, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen in der Falkes Army. Tut mir leid, du war bist nicht schuld zum Absturz von diesen ganzen. Ja. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was es ist. Gestern haben wir den Zuschauern einen Tipp gegeben, vielleicht die Soundkarte zu checken. Ja, ich werde jetzt, da ich morgen sowieso nach Hause fahre, werde ich mich mal mit diesen Typen da unterhalten, die was mein Computer zusammengestellt haben, und sie mal fragen. Sagen, ey, irgendwas habt ihr da falsch gemacht bei mir. Scheiße. Weiß nicht mehr wohin. Also es geht sonst. Danach geht's, ja, kann ich 2 Stunden streamen ohne Belange, ohne Probleme. Und das. Und ich habe dann eben Angst, dass ich, wenn ich den falschen, den. Ja, du bist doch so ein Profi in Sache Twitch. Ich muss dann wieder jetzt drauf. Oder? Ja. Also. Ja, tut er das immer. Ich habe mal zu Schulz gesagt, weil ich höher streame jetzt. Ich weiß es nicht. Und wenn irgendjemand eine Lösung hat für das Problem, was ich hier habe, also warum bricht das immer ab? Das ist meine Frage. Dann könnt ihr mir auch das gerne schreiben, weil ich möchte es echt wissen. Warum bricht das auf einmal ab bei mir? Sagen halt immer bei gewissen Streamern. Ja, es ist. Wir haben schon mal gesagt, wir gehen auf Hitbox, aber ich habe gesagt, das macht keinen Unterschied. Wenn irgendwann wechseln alle auf Hitbox und dann liegt wahrscheinlich an den Streaming-Einstellungen. Hey, das ist anders. Ich weiß gar nicht mal, wo ich herkomme. Das ist das Scheiß gerade. Da glaube ich, ja, da. Warum? Was soll ich mit richtigen. Ich habe jetzt. Ich habe dir mal. Genau, Jules, ich glaube, das Internet ist nicht gut und danach, ja. Oder meinst du meins, Merle? Ich habe zu Jules gesagt, es ist seins nicht gut genug, um mir zuzuschauen jetzt. Aber er hat gesagt, früher hat es auch schon immer geleckt. Eine Frage: Hört mich eigentlich jemand? Oder nie? Ja, du darfst deine Sachen da reinlegen. Ja, ich bin zu schwer. Geladen. Achso, okay. Ja, ich bin zu schwer. Ich hätte das geschrieben. Trage als eine Person. Ja, genau. Ich bin ja zu schwer. Jetzt müssen wir eben unsere Sachen da reinpacken. Das sieht aus, als könnte ich hier meine Sachen ablegen. Ja. Ich muss alles reinlegen. Ich dachte echt, ich kann so irgendwas behalten, aber nee. Auch das ins Regal, nicht, dass ich es vergesse. Aber das lag an mir. Ja, es ist. Mir läuft gerade sehr viel Zeugs. Ja, Jans läuft da richtig gut, ne? Also, das ist echt picobello. Also, er läuft. Läuft Stream jetzt auf 2,5. Also, viel höhere Qualität und, ja. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch nicht zwischen den Genitalien. Oh, oh, Jens. Pass doch auf, du musst dann, musst du nicht nur sitzen bleiben? Genau, nimm sagst pass auf. Ja, ich weiß. Okay. Ich kann mal da rauffahren. Muss aber nicht runterfahren. Ich weiß gar nicht. Ne, ich bin gerade unten, genau. Ja, aber es ist auch lustig, wenn ich, wie lange ich streame. Circa 1, weil ich muss dann noch nebenbei aufnehmen. Nebenbei aufnehmen. Ich muss dann noch was aufnehmen. Ja, diesmal. Na, darf ich auch laufen und so, aber heute irgendwie. Pff. Also darfst du auch laufen? Das finde ich krass. Ach, ich habe ja keine Karte hier, verdammt.
bin wieder auf 2,2 runtergegangen, weil bei 2,5 viele Probleme hatten. Eben, die Mel hat drauf 3,5. Das ist krass. Die alle sind auf 3,5 und da hat Schulz nie Probleme. Mitarbeiterkarte. Ich meine, ich traue mich nicht 3,5, weil... Und sogar 60... Wow. Wow, Mel, also ich meine... Also ich meine, ich habe jetzt in diesem Computer das Neueste noch von Neuesten drin. So hat es mir mir... Hat es mir gesagt halt, ne? Also ich könnte weiter rauf, aber ich traue mich nicht. Klar, warum denn nicht? Sind doch nur Schrauben raus. Ja, aber eine Operation ist eine Operation. Ich habe die auch in eine Knieoperation. Ich habe die auch eine Platte drin. Aber ich glaube, die kommt anscheinend nicht mehr raus. Ich habe ja einen Skiunfall gehabt dazu mal. Okay, mir geht einfach gar nichts mehr. Eben, aber der Schulz kann ja bei einer Merle problemlos zuschauen eigentlich. Finde ich halt, oder? Silent Hill. Das Videoband. Und in dem Video liegt ein Dosenöffner. Ich habe einen Dosenöffner, ja. So. Das kriegen wir heute noch fertig. Da ist ein Zettelchen. Das Massenmord streamt auch. Wow, das wusste ich gar nicht. Danke, Schulz, für deinen Host. Die am besten am ISP, also das Internetanbieter, schlechte Connections und Twitch-Server hat. Da kann wohl keiner was machen. Bei manchen ist die Verbindung halt besser und bei anderen schlechter. Eben, Schulz, bei mir kannst du doch normal zusehen, oder? Ja, eben, also ich glaube schon. Aber die Funktion ist, finde ich, cool, ne? Von den neuen von deinen Freunden, dass du siehst, wo die zuschauen gerade. Finde ich aber cool, nicht? Bei dir schon, ne? Ich glaube, keine Ahnung. Gewehrmunition, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber wurscht. Nimm es mal mit, wir haben welche. Beim Jan und den Jan lernt es auch immer, weil ich war mir so niedrig streamen. Dann muss ich jetzt gleich auf 3,5, oder? Zuschauen kannst. Geht es vielleicht daran, dass du auch unter demselben. Nein, aber ich kann bei Tools. Also, ich kann bei Tools problemlos zuschauen. Auch über Handy, ob ich dort auf Falkis angemeldet bin oder sonst wo. Aber Schulz hat ja selber Probleme, wenn er seinen eigenen Stream schauen will. Leckt es ja bei ihm auch dort schon. Ich kenne mich null aus. Okay, ist mal alles verschlossen hier. Boah! Du mit deiner blöden Dunkelheit hier. Das ist doch hell genug. Da ist er. Man merkt es nicht. Ah, da hinten geht's weiter. Scheiße. Okay, ich mache aber das da hinten zuerst. Ich mag ja nicht mal nochmal zurückrennen. Was das betrifft. Ja, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, also. Ich sage immer so, bei mir funktioniert es. Ich darf mal ja gar nicht so viel fragen über den ganzen Computer-Dings. Also, ich habe mich gestern so gefragt, als der Zuschauer, ja, was hast du da für eine Soundcast? Und ich habe gesagt, weiß ich nicht. Ja, das wusste ich leider nicht. Achso, ich komme nicht durch. Cool. Ist das abgeschnitten? Dann sind die Verbindungen nach vielleicht irgendwie komisch. Okay, geht es wieder. Ich check es nicht. Ja, aber ihr könnt ja auch zuschauen. Warum sollten die Verbindungen zu Österreich anders sein, wenn ihr auch zuschauen könnt? Wenn ihr jetzt nicht zuschauen könnt, dann würde ich sagen. Ja, ich glaube das auch. Merle. Twitch mag tut es halt einfach nicht. Ich habe die Schneewittchendose. Super. Kürbis und Äpfel. So. Da steht mal Exit, aber ich dachte, ich muss schon mal so eine Trick sicher nicht rauskommen. Aber jetzt kommen wir schon mal weiter. Jetzt müssen wir nur noch die Treppe da runter gehen. So, ich muss jetzt aufnehmen. Kein Problem, Merle. Ja, aber ich werde dir morgen streamst du, ne? Komm,
Nichts, wenn so ein schönes Wetter draußen ist. Ja, mir ist das letzte Mal auch so gegangen. Es war so schönes Wetter und was mag ich? Ich nehme auf. Ich dachte mir so, Alter, nimmst du es wirklich auf, wenn so ein geiles Wetter draußen ist? Naja. Ja, Donnerstag streamst du, ja? Ne? Als ich so gehört habe, da streame ich nämlich nicht. Da bin ich frei, aber ich schaue gerne zu. Ich weiß auch nicht, ich habe da nicht so Zeit, also am Abend erst, aber... Ich hoffe, bis in den Aufnahmen nicht so mies. Was? Nicht so mies? Ich oder Merle? Ich lasse ihn immer dann, wenn ich schlafen gehe, lasse ich ihn rendern eben. Ich habe es nämlich auch gelernt mit den Rendern jetzt. Denke, stream Deus Ex. Ach, du streamst Deus Ex? Geil. Freut mich. Ich habe schon gezockt. Ist schon ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob dir die. Ich weiß nicht, ob ihr schon. Weiß nicht mehr, ob du den Vorgänger schon kennst. Also Deus Ex 1 oder. Human Revolution. Also Deus Ex. Deus Ex ist. Natürlich mehr. Deus Ex ist natürlich Bombe, ne? Also das erste. Diese Themen, also. Die Story ist einfach bombastisch. Für mich. So, was haben wir denn hier vom Gestell? Schau wieder runter. Da freue ich mich jetzt. Da freue ich mich auf morgen. Die Vorgänger kenne ich nur so halb, okay? Ich bin mal gespannt, wie du es spielst. Gibt es ja diese 3-4 Wege, ne? Ich habe es immer 2-3 Mal durchgespielt. Also ich habe es einmal schleichen und einmal habe ich... Ach, das ist super. Dazu schaut. Okay. Da gibt es ja immer diese Wege, ne? Also gibt es einmal schleichen, einmal komplett Rambo spielen, alles durchschießen. Und da gibt es noch so ein. Ja, du kannst halt den Mittelweg nehmen, ne? So still und heimlich. Du kannst keinen töten schleichen. Und du kannst töten und schleichen. Oder du bist halt Rambo. Ich kenne einen Rambo. Ich denke es mir auch so. Nee. Weg da. Oh Mann, ey, noch mehr. Ja, ich stand's mir auch so vor. Die Merle so reinspringen. Ja, aber die sind stark, die Feinde. Au, au. Ich kann mich nicht verteidigen, Leute. Lass mich los. Aus. Ist unfair. Bin ich mal gespannt. Bringt mir das jetzt eigentlich, wenn ich diese Scheiße ganz aufnehme? Ich kann nämlich den Lift nicht fahren. Das ist nämlich blöd von mir, nicht? Das neue, das existiert ein paar Tagen raus und Denise hat schon mehrmals durch. What the fuck? Nee, ich habe das alte Deus Ex durch. Also das Human Revolution habe ich 100 Mal durch. Ah ja, stimmt, Outlast, ne? Das war ja. Ja, aber Outlast hat so schon komische Schleichtechnik. Gehen wir mal in die Venus-Pader rein. Also hat schon so eine. Komisches Schleich, also es funktioniert. Ich habe ja an der Gamescom Outlast 2 probiert. Ja, mein Cousin, also der Jan, spielt es. Die ersten 10 Sekunden und ich schaute zu und auf einmal, ja, der erste Schrei von mir. Das war so scheiße. Und ich war der Einzige, was ich sagte, so, ja, du blöd Mann, habe ich dann gesagt. Ja, ich hab's dann gar nicht eigentlich selber anprobiert. Ich habe dann. Boah, ich war echt die Items. So. Ich bin hier fast tot. Okay. Dosenöffner. Also das neue ist aber auch schon gut, aber ich weiß nicht, wie diese Story hinlaufen wird, wie weit, wohin. Jetzt bin ich noch mal gespannt. Eine Glühbirne habe ich gefunden. Eine Dose von der Glühbirne. Ja, wer macht es denn sonst, ne? Man schweißt Dosen zu und hat meine Glühbirne drin. Ach ja, ich wollte ja gehen. Ja, genau, Merle. Geh schon aufnehmen. Ich weiß nicht, was du aufnimmst, aber viel Spaß dabei. Und man hört sich, liest sich morgen, ne? Dankeschön. Und tschüssi. Vielen Dank fürs Reinschauen. So. Ich muss dann nämlich auch noch aufnehmen. So. Marie und ich hatten ein paar deliziöse Drinks in diesem Bar. Oh. Manchmal. Dann tschüss. Also lange her zu sein, das mag man ist, als wäre gestern gewesen. So. Super. Aber die schaut da mal eine Glühbirne mal. Ach, verklaut. Ich wollte gerade schon sagen, aber
so. Jetzt bin ich, muss ja kaputt sein. Ja, und was bringt man jetzt, wenn das Licht jetzt so. Ah. Ja, und das Licht, was bringt man das? Das erleuchtet mir jetzt. Einfach so mal, oder? Ich glaube, jetzt bin ich da unten, ne? Okay. Schleich mich vorbei hier. Dann gehe ich Treppe rauf und hole meine Sachen. Ich weiß aber gerade nicht, wohin. Mit mir. Ich werde alt, also. Tschüss! Viel Spaß noch. So, ich muss darauf. Das passiert mir auch jetzt mal. Ich sag 100 Mal Ciao und ich meine, eigentlich wollte ich ja schon die ganze Zeit gehen. Jetzt nun mal so. Es ist nicht so leicht zu gehen. Okay, hier durch. So. Ich würde euch ja gerne mal so Videos von der Arbeit mitbringen. Ich glaube, ihr würdet euch ab und zu krumm lachen. Aber es ist ja nicht erlaubt, ne? So Leute so filmen einfach so. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem so ein. Weißt du? Peil mein Sonnenlicht. Du bist. Gibt's nicht so ein Lied? Du bist mein Sohn. Da gibt's noch ein Lied. So, ich kann jetzt hier speichern, so kann man machen. Ja, nee, der war so verwirrt. Und dann hat er halt so ein Croissant genommen. Also ein süßes Ding. Sich hat das Ketchup draufgehauen. Ja, aber ganz normal, oder? Hey, Callisto! Was geht ab bei dir? Na, was geht ab? Na, alles gut bei dir? So spät noch wach. Einen schönen, was haben wir heute? Jetzt haben wir schon Donnerstag. Einen schönen Donnerstag. So. Speichern. Ja, nee, der war halt so ein bisschen verwirrt. Ich speichere jetzt hier. Und, er hat das alles darauf getan. Also, das Teller, wir haben so kleine Teller, so viele. Ich hätte das so vollgepackt mit allem drum und dran, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben nur mal so blöd geschaut und dachten uns eigentlich nur so, okay. Jedem das Seine, ne? Weil du kannst einem Gast nicht sagen, okay, du isst gerade so. Und einmal hat ein Gast auch mal, es gibt ja dieses Eier, wenn du so Eier kochst und dieses Pulver, und das legst du da rein und wärmst das Ei. Dann mach es nicht zu hart. Wir haben das ja da und der Gast meint, es wäre Salz und hat es dann gegessen. Und ja, das ist eigentlich giftig. Aber ich habe mich nicht getraut, zum Gast hinzugehen und zu sagen, sie, das ist sehr giftig, was sie gerade da essen, weil sonst, ja, ich wollte nicht wissen, wie der Flauenteil verbraucht wird, ja. Nein. Ich will jetzt, was hier steht. Ich öffne das Eingang, weil jetzt, wenn das Flauenteil zurückgebracht wird, dann werden sie hier noch. Nein. Ich habe nicht Schneewittchen. Hier. Dann muss ich das spielen lassen oder was? Nein, nein. 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 Da steht normalerweise. Das, was hier drin steht. Das steht halt eigentlich normalerweise hier drin. Also. Normalerweise. Yay! Nee, servus! Alles gut bei dir? Ich habe gesehen, dass gerade Counter-Strike noch. Warum sage ich immer Counter-Strike? Was ist Counter-Strike nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Counter-Strike ist jetzt COD, oder? Ja, ist doch das. Nein, da fehlt uns noch eine. Alles gut bei dir? Auch noch so spät wach, sicher gerade vor der Arbeit gekommen. Schaust du was hin? Also du schaust die Uhr. Ja, jetzt gehen wir mal runter zum Gebäude da. Nee. Ja, ich war mir gerade nicht mal so sicher. Die Follower. Nee, ich habe sie heute auch 100 Mal gezockt. Ich bin richtig gut heute gewesen. Ich war echt stolz auf mich. Muss mich ja vorbereiten, wenn ich immer mit jemandem von euch mal zocke. Ich will ja nicht total ablosen.
Oh. Ja, mir geht es eigentlich tippitoppi, ein bisschen müde von der Arbeit, habe heute einen langen Tag gehabt. Und ja, sonst aber alles tutti. Noch ein bisschen Silent Hill, danach ein bisschen aufnehmen. So, da rein. Jetzt kann man eigentlich nämlich da reingehen. Ja, ich möchte jetzt noch warten, weil morgen habe ich mir so einen Stecker für meinen Bildschirm, weil da kann ich den dann auch verwenden und es ist ein bisschen feiner, wenn du so nebenbei ein PC-Spiel hier spielst und deinen Chat hast. Das ist feiner für mich, deswegen warte ich noch drauf. Wenn ich dann den hab, dann ja. Also ich habe Untersuchungszimmer, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja vom Krankenhaus noch. Dann habe ich Verdünner. So, ich lag mal. Kelch des OCD, fand ich im alten Museum. Gesundheitsdrinks, Ampulle, das ist für mich. Ja, mehr habe ich eigentlich selber auch nicht. Ich weiß nicht, was das Licht bringen soll. Oder hat es nur gebracht, wenn ich wissen möchte, wo ich bin. Ja, ich brauche. Nee, ich brauche so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Stecker von Bildschirm zu Bildschirm. Das heißt nicht HDMI, das heißt so anders. Ich habe da so einen Stecker gekauft und der war falsch. Und ja, ich muss mir jetzt einen größeren kaufen. Der war zu klein. Kriegt dich nicht rein. Ich habe so lange rumgesteckt, das war so krass. Krieg ich gleich kaputt. Auf alle Fälle möchte ich mich mit den Jahren kann das gleich drücken. Ich habe mich da so krumm gelacht bei einer Aufnahme. Mit dem Messer da. Er dreht, wie sich dann sie beschwert haben. Obwohl er eigentlich irgendwann gewinnen war. Der hatte der 11 zu 6, glaube ich, oder so. Da verstand ich da nicht ganz die Problematik bei ihnen. Autsch. So. Mal aus dem Weg hier. So, wo bin ich jetzt hier? Kitchen habe ich gemacht. Boiler Room. Da könnte man noch was machen. Finde ich. Bildschirm zu Bildschirm. What? Ja, da gibt es so einen Stecker. Die sind so groß, so viereckig. So blau und die müsste dann so anschrauben. Ich kann es dir gerade nicht zeigen. Ich habe das im Auto. Das ist mich im Boiler Room, ne? Ich weiß nicht, was sie vom Bildschirm zu mir stechen. Mann, Leute! Ich will nur so ein Ding reinstecken oder so. So, ja, das ist so blau und dann musst du so drehen. Ich kann auch schwarz. Ich habe eins mitgekriegt von den Bildschirmen und dann konnte ich von Bildschirm zu Computer so nicht anstecken. Aber von Bildschirm zu Bildschirm habe ich zu klein gekauft. Einen normalen Bildschirmdecker. Ja, ich weiß doch nicht, wie die heißen. Mein Cousin hat dann gesagt, du brauchst den und nicht den, was du gekauft hast. Ja, genau, danke schön. Ich glaube, so hat er geheißen. Ja, ich habe aber keine HDMI-Stecker bei den Bildschirmen. Ich kann da nicht HDMI reinstecken. Ich brauche die. Aber warte mal, ich habe jetzt. Eigentlich nimmt man zwar den von der Grafiker jeweils einen Bildschirm, so wie ich. Was? Also ich soll mir jetzt. Der Bildschirm hat keinen HDMI-Eingang. Der hat keinen. Der hat nur diese zwei Stecker und einen Stromstecker. Das war's. Das haben sie, na nicht. Wollte ich jetzt erst auch, ne? Habe ich mal HDMI von mir, weil ich das gelesen habe. Aber du musst dann so einen Stecker kaufen, was dann das umsteckt und so. Ist auch kompliziert. Das ist eine Tür. Okay, dann brauchst du einen HDMI-Aufwege-Adapter. Ja, soll ich das besser kaufen oder reicht das, wenn ich den anderen kaufe? Ich würde dir mal raten, dass ich beide Bildschirme auf den Computer anstecke und nicht. Ich bin da kein No-Profi, no, ich bin da Noob. Könnt ihr dieser Ding?
Meine Bildschirme sind neu, ja. Ich habe die von jemandem kaufen lassen, aber. Ich wollte ja richtige, aber er hat gesagt, diese Bildschirme reichen auch aus. Da geht es nicht, ich wollte mir besser neue Bildschirme kaufen. Ich könnte ja. Ups, nee. Ah. Okay. Wenn ich da mit der Motorsäge so reingehe. Ganz geil gewesen. Ich habe so Samsung-Bildschirme. Samsung Gaming. Wenn du den Bildschirm zu Bildschirm entdecken, wüsste ich nicht, was. Okay. Heißt, ich sollte mir so einen Adapter kaufen. Also sollte ich mir lieber so einen Adapter kaufen, wo ich das so hinschrauben tue und dann auf die Grafikkarte. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin ja echt Noob. Also ich habe auch gesagt, sie sollen mir ein bisschen zusammenbauen. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann stehe ich da, habe dieser Bildschirme so in Karton verpackt und ja, bin da angestanden, denke ich mir so, what the fuck, was muss ich jetzt machen? Ja, mit anderen gelesen, das gibt es auch. Ich mach euch mal meine Link-Beschreibung rein, was ich alles so habe. Warte, weil es mich gerade so interessiert, hole ich jetzt schnell die Verpackung und schau mal nach. Dann Samsung, auf alle Fälle. Ich kann jetzt mal die Plättchen nehmen. Hörmonitor. Das ist aber eigentlich, also das ist also ein Arbeitsbildschirm. Ist eigentlich nicht gemacht für, also ist nicht gemacht so. Also steht Arbeits. Samsung. Das ist die Serie. So, warte, ich mache ein bisschen runter. So, da steht die Serie oben. Das ist der, ja, der Dingspunkt. Ich dachte, ich muss das von da nach da anstecken. Ich weiß doch nicht. Da steht halt alles auf Italienisch und so, aber nichts auf Deutsch da. Ich kann es ja ein bisschen Italienisch, aber solche Fachbegriffe kann ich leider nicht. Da steht hier mal auf Russisch was oben. Dann nochmal auf Russisch und ja, nichts auf Deutsch. Oh, ich muss aufpassen, ich habe mir einen Stuhl. Ich werf mal die Milch. So, ja, das ist mein Bildschirm. Ich hoffe, ich konnte denjenigen weiterhelfen, die. Fabian heißt Lord Massenmord. Okay, ich merke das mir. Fabian, okay. Paintree, war ich da schon drin? Nicht, war ich nicht drin. Wie die René alle kennt. Voll der berühmte Typ hier. So. Ich hasse meinen Namen. Du hast deinen Namen. Okay, Entschuldigung, nenne ich nicht Lord, okay? Lord Massenmord. Ich hasse meinen Namen eigentlich auch. Ich mag meinen Namen nicht so gerne. Ja, aber. Ich meine, solange es geht, ne? Aber ich möchte auf alle Fälle einen anderen Bildschirm anstecken. Ich frag da einfach mal nach. Ja, was hat mir das jetzt gebracht?
Ich bin jetzt eigentlich in den da unten und hab eigentlich meine Waffen und alles. Ich würde gerne mal. Ja, ich möchte so aufgefallen haben. Ich bin so für ausgefallen, aber das früher, wenn du so ausgefallen. Ich wollte gerade sagen, ich will dann nachtrainieren, aber ich muss ja aufnehmen. Ich will mein Kind Hurricane. Das ist aber. René, vielleicht magst du mir Spaß, ne? Ich finde so einen schönen Namen. Finde ich echt einen schönen Namen für ein Kind. Mir gefällt auch so. Na, aber so aufgefallene Namen. So, Denise ist so uralt irgendwie. Nehmen wir vor. Habe gerade überlegt, ob ich Zeta streame. Muss wieder auf Let's Plays hoch. Was? Ja, mein Ernst. Die verarsche ich jetzt echt nicht. Ich finde das echt noch gar nicht so schlecht. Will ich zerstören, wenn du meinen Main stockst. Ja, dann weil hier die Doppel-Acker komme ich nicht an. Okay, die reden gerade über Countless Blood. Da kann ich nicht so großartig mitreden. Ich bin ja gerade nicht noch in meiner Testphase, in meiner Übungsphase. So, ich komme jetzt nicht weiter. Ist irgendjemand hier, der was mir weiterhelfen kann? Ich hänge gerade. Ich kann nicht gut. Okay. Sollte einer, der war ja auf HDMI, einer verbrauchen. Ich hätte mal einen guten Kraft. Die neueste Grafikkarte, die 1080. Die Vida 1080 aus die, glaube ich, ne? Für 1000 Euro. Will gar nichts. Boah, stick gerade. Also, mach nicht. Zerstört das. Oh, oh, krass. Und beim dritten gab es so ein Maschinengewehr. Und wenn das jetzt mal geschossen hat, ist das so laut, dass krass. Gerne mal auf den Schnur. Nur so höre, habe ich Angst, mit jemandem kommt das Leute zu spielen, was nicht kann. Eine GTX soll mit DV-Anschlüssen bereit bin. Was? Eine DTX genau mit der Wahlanschlüssen bereiben und 5 MS. Bitte jetzt auf Deutsch von Lupus mit. Das sag ich jetzt echt gar nicht. Boah, scheiße. Jetzt habe ich mal geschluckt. Ich hab dafür scheiß Monitor, ne? Einen fetten Brummer und dann sowas. Meinte mit meinen Bildschirmen. Du warst dieser Max Dude, oder? Ist nicht bitte. Es raucht schon. Nein, ja, es raucht gerade echt schon bei mir. Ich bin gerade so. Hä? Ja, hallo, das war ja schon teuer genug alles. War jetzt nicht der billigste Computer. Und dann, die Bildschirme waren nicht so, so teuer. War auch teuer noch für. Aber so mit dem Computer kann ich mir 4, 5, 6 PS4s kaufen. Sage ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Soll ich dann jetzt mal da runter? Ich weiß nicht mehr, welchen. Ach, die Küche war ich gar nicht. Ich bin gleich in die Küche gegangen. Gar nicht. Das wäre ein Bildschirm, den gekostet haben. Mal raten. Wir waren bei 2. Müsste aber ohne Mehrwertsteuer rechnen, ne? Ich, meine 5. Ja, ich glaube, die haben 100 pro Stück gekostet, mehr nicht. Mehr locker nicht, glaube ich. Scheiße. Also hab zwei 4K, die ein Full HD schicken. Ja, also mal, ich finde mal jetzt nicht schlecht. Macht das irgendwas an der Qualität aus? Ihr seid so schockiert. Macht das irgendwas an der Qualität aus, weil ich so schwächere Bildschirme habe? Ja, ich muss mal andere Bildschirme kaufen. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Ich gebe die gleich zurück. Das ist eine Wäsche geworden. Ja, ich bin echt mies mit denen. Ich kenne mich da null aus. Also, ich bin ja froh, dass ich zu meiner Firma von meinem Vater gegangen bin, weil die anderen hätten mich alle nur verarschen können. Die hätten sagen können, ja, wie zum Beispiel mein Computer, mein Laptop, da haben sie mich eigentlich verarscht, muss ich sagen. Da kann ich auch in die Kitchen bin ich reingegangen. Doch, durch die Kitchen bin ich. Nee. Glaube ich. Naja, bei Silent Hill wohl nicht, aber bei neuen Games auf jeden Fall schon. Ja, jetzt passt aber auf, ihr müsst mich als PC-Spielerin so sehen, dass ich nur PC-Spiele spiele, wie Counter-Strike, The Forest und so. Also ich werde kein The Witcher, okay, das erste The Witcher, aber ich werde kein The Witcher 3, ich werde kein GTA, ich werde das nicht am PC machen. Ja, das kommt nicht voll rüber und 5 Ms Reaktionszeit ist zum Gehen eher mau. Das ist nicht schlecht für die Augen. Ich werde mich hinhauen. Gute Nacht. Gute Nacht, Jens. Gute Besserung. Schon dein Knie, ne? Leg es irgendwo hin. Mach. Bei uns hat es immer geheißen, man macht ein bisschen Kraut drauf. Mit, ja, ein bisschen Kraut einfach drauf. Das hilft. Das entzieht die Flüssigkeit und so. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Ja. Gute Besserung. Schon dich, mein Lieber. Und gute Nacht. So. Das ist schlecht fürs Auge. Ich habe eh schon scheiß Augen, also das ist auch immer schade. Können wir sicher nicht drüber. Ich, wenn ich so einen Anhaltspunkt hätte, komme ich da nicht drüber. Okay, also sollte ich mir in näherer Zukunft mal dann umschauen für neuere. Werde ich mir merken. Das war alles vom alten Museum, das ist nicht von hier. Werde ich mir jetzt merken. Okay, was nicht gut für mein Auge ist. Ich habe eh schon scheiß Augen. Okay, merke ich mir. Meine nächste Anschaffung ist, ja, ich spiele The Witcher 3, also auf, ja, auf meiner Konsole. Aber macht das jetzt auch viel aus für den Stream? Merkt ihr dann irgendeinen Unterschied oder sowas, meine ich? So, also, wenn ihr das jetzt seht, könnt ihr sagen, ey, die hat keine 2K-Fernseher. Bildschirm oder so? Oder ist das für ein Stream, wenn ich Vollmodus dann habe und so? Nicht so extrem sehbar. Ich meine, ich habe jetzt Profis da hier, ne? Bei mir gerade im Stream. So. Ist nicht mal aufgemacht. Noch so nicht. Ja, das erinnere mich noch. Da. Noch kein 4K-Stream gesehen. Eben, ne? Ich meine, das ist Full HD jetzt, was ich hier habe.
Das ist gleich wie mein alter Laptop, wenn man sich da nicht neben mir stehen hat. Sonst habe ich immer neben mir stehen. Für den Stream macht das nichts aus, aber für Gamer sollte der Hauptbildschirm schon HDMI haben und 2 ms. Okay. Aber jetzt könnt ihr jetzt, wisst ihr, ich muss euch nicht mehr informieren, ne? Jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, gut, ihr sagt Hauptstream, dann würde ich den behalten, weil ich habe ja 2 gleiche gekauft. Würde ich jetzt den behalten für den Chat quasi und für anderweitige Sachen. Den, also hier würde ich den Stream hinschieben, den Chat hinschieben und hier würde ich mein Game machen, ne? Also hier vorne. Also, würdet ihr jetzt sagen, okay, ja, das könntest du machen, den behalten, den anderen wieder verkaufen oder zurückgeben und einen besseren holen? Was sagt ihr dazu? Oder generell einfach tauschen in 4K? Ja, gut, ist auch. Ja, ich wollte eben sagen, 4K ist nämlich auch neu, ne? Irgendwann wird es sicher geben, den Stream in 4K. Also, ich wollte einen Dinner. Hm. Weil, wer kommt auf die Scheiße, dass wenn das Bild so schwarz ist, mit Dünger drauf? Kommt auf den Scheiß, ich bin so lange rumgelaufen. Help. Okay, das wäre einfach gewesen. Hm? Ups. Ah, scheiße. Das sieht man ja gar nicht, was man da... Scheiße! Nach dem K kommt H. Okay. Hä? Oh. Spieldose? Ja. Das heißt, wir gehen zurück. Gut. Das würde ich so mit der Kettensäge so da stehen. Voll so. Also ich würde dann zurückgeben, es geht so riesig, ist der Unterschied nicht und für den Chat ist es total egal. Okay, super, dann würde ich jetzt den einen, also den würde ich dann behalten, weil den habe ich benutzt und habe ich ja nie benutzt, den habe ich ja nie angefasst eigentlich, muss ich sagen. Ich habe ihn aufgestellt und das war's. Hängen hier meine Kopfhörer? Ja, das war's. Dann kann ich den gleich zurückgeben. Ich frag mal nach. Also ich bin so einer, ich gehe mir immer den neuesten Scheiß an. Ja, ich will jetzt auch den neuesten PC holen. Also ich werde mich damals mal mit denen, der was mit denen zusammengestellt hat, mit denen reden. Sagen, ey, meine Zuschauer haben gemeint, dass ein Hauptbildschirm für meine Augen besser ist. In einer Zeit und naja, Augen sind ja ein wichtiges Ding für uns Gamer und generell fürs Leben. Ja, dann würde ich auf alle Fälle wechseln. Dann werde ich auf alle Fälle fragen mal, ob ich den wechseln kann, den als Chat verwenden kann. Seht, man muss einfach nur Profis im Stream haben. Profis wie Callisto und Jan sagen euch, ey, das ist ein Scheiß, was du gekauft hast. Ne, ich bin ja eh froh, dass ich es sage, muss ich sagen, weil ich kenne mich ja nicht aus. Wir haben dem Nazi mal gesagt, wir nehmen eine Gamer-Tastatur, wir geben eine Gamer-Maus. Und ja, das war es eigentlich. Weil ja, jetzt eigentlich müssen wir fürs neue Mikrofon sparen. By the way, Jan, ich habe es eingeschickt, ne? Ich habe eine Tonaufnahme gemacht. Also ich hoffe, die E-Mail ist angekommen. Ich habe mit meinen E-Mails so Probleme, aber ich habe es eingeschickt. Also falls jemand will... Es würde jemand, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, ich weiß nicht, wann der einstellende Schluss war, hat jemand probiert, er macht von vielen Mikrofonen, ja, macht er einen Testlauf, also er ihr könnt dann einfach euer Mikrofon ein Ding machen, eine Tonaufnahme und dann könnt ihr sie schicken und dann vergleicht er die Mikrofons. Für den Hauptbildschirm 2 ms Reaktionszeit und HDMI und viel mehr kosten so Bildschirme nicht. Okay, super, dann werde ich mich auf alle Fälle auf den Schirm machen. Ja, ich frage ihn einfach mal und soll er mir einen zeigen und dann schaue ich mal, welchen Dienst da hinkriege. Habe ich es richtig gemacht? Ja. Habe ich gar nicht gewusst, ob ich gleich diese Startung richtig hingenacht habe, aber. Ich hab's ja irgendwie richtig gemacht. Ja, dann mach ich das. So, was passiert jetzt hier?
Aha. Nein. Das ist der Schlüssel. Speichern. Ich habe mal gesagt, hä? Okay, was soll ich denn machen? Ein Löwenspielchen. Ja, mach mal da hier. Wir machen das halt noch fertig, wie viel haben wir dann, ja. Ja, hilf mir ein bisschen weiter, Jungs, also. Ich weiß nicht, wie ihr euch danke. Ich hab's mir noch gar nicht vorbestellt. Ich hab's mir vorbestellt. Aber ich hab mir, die neue PS4 nicht dazu bestellt. Ich Idiot. Ich Idiotin. Ich muss drauf. Ich muss drauf. Kann ich jetzt noch mal rauf? Scheiße. Hier? Nee. Komm ich mal runter. Doch, rauf muss ich auch kommen. Ich freue mich, ich habe die ja auch probiert. Auf der Gamescom. Sie war jetzt nicht der Oberborne, ne? Muss ich auch sagen. Aber die Oculus mag ich nicht, glaube ich. Ja. Und oben. Bitte, was oben heißt. Für 216 müssen wir gehen. Ja, unten gleich. Ich würde probieren mal zuerst mal. Aber normalerweise gibt es das Spiel jetzt hier an. Die muss man doch kaufen, oder? Ich weiß, die sagen mal, du brauchst sie nicht. Dann heißt es zu mir wieder, nee, du musst sie kaufen. Hat der letzte Mal einer gesagt zu mir. Sonst würde ich sie nicht kaufen, aber die bis VR auf alle Fälle. Das hat mal geheißen, sie schafft es nicht. Na echt jetzt? Ich hab's mir gut. Ja, also, wir wollten ja, wo wir dann in der Gamescom waren, ja die WSVR austesten. Dürfen aber nicht. Dürfen nicht. Ich muss nur Vorreservierung, das ist so unfair. Kredit habe ich immer. Na, da geht's rein. Da ist er schon. Ah, ich verdrück mich immer. Aber mal Rase 7 freue ich mich auch. Nee, das da wieder so. Man kann auch nichts genaues sagen, weil es noch keine neuen Infos mehr zu gibt. Ja, ich habe mir das jetzt hier nur vorgestellt, ne? Das war Leistung, sieht auch geiler aus. Controller haben sie ja jetzt, da blinkt der da vorne. Also ich habe jetzt Xbox, aber blinkt sie jetzt auch hier vorne. Viele haben gesagt, vielleicht zum Schauen, welcher Spieler du bist, weil bei der Xbox ist ja hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sie haben gesagt, bei der Xbox jetzt hier den Strich machen, dass wenn du Farbe hast. Weiß ich. So, jetzt kommen wir zum großen Entscheiden. Ich weiß nicht, ob viele das checken. Was jetzt Silent Hill jemandem vermitteln will. Ich bin jetzt mal still. Mach schon mal so das Mikro aus. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James.
verständlich. Stimmt ja, ne? Wir hätten das machen können. Habt ihr schon gesehen, was passiert ist? Was er gemacht hat? So die geilste Wendung, aber weißt du, wenn du das zum fünften Mal siehst, ne? Das ist jetzt nicht mehr so ein neues für dich. Aber als das erste, zweite Mal gesehen habe, boah. Und dann die Musik. Atembraun. Weil viele checken das nicht, was er getan hat oder was er jetzt gerade denkt. Ja, aber Jan, dann hast du länger warten müssen, ne, auf deine PS4, wenn du länger gewartet hättest. Wenn wir jetzt dann den fertig machen, soll ich schon ein weiteres, ne? Sorry von Sandy so geil, aber das muss ich euch danach erst sagen. Ich denke so, Alter, das ist ja gar nichts gescheit. Das war wieder ein Autoclown. Liebe Herr James hat seine Frau getötet. Ja, im Hintergrund werden wir noch erfahren. Aber wenn wir nicht, dann erzähle ich euch natürlich alles. Aber die Frau lebt nirgendwo, weil man hört es ja. Callisto wird gerade sein Auto gestohlen. Immer 300. Ihr merkt, es ist ein bisschen verändert, ne? Ja, wir kommen jetzt zur Endphase. Achso, ich muss jetzt erst gegen die. Ach nee.
Och nee, ich schätze mit einer anderen Welt schon. Dachte ich jetzt hier durch. Ah, ein Speicherpunkt. Na, ich bin schon froh, dass ich jetzt hab und eigentlich mal Games spielen kann. Bei nebenbei ein Ballpump bei der Tränkefarme für den finalen Boss. Aber ich hab heute mal gesehen, dass du dran warst. Aber da musste ich dann weg. Hab ich gesehen? Ich habe nur gesehen, beim letzten Boss mit den Ritter da, den schnellen, da hast du ein paar Mal versagt. Nur mal so zu sagen. Ich darf ja nicht sagen, versag schon beim ersten Boss. Plattform ist für mich schwieriger als Dark Souls, finde ich. Weiß auch nicht warum. Ich finde es so schwieriger. Jetzt, mir war es richtig schwer. Also, ich habe bei Dark Souls schon 2 Bosse tot. Und bei, Alter, was ist diese verdammte Stiege hier? Andere Richtung. Und bei Bloodborne hänge ich immer noch beim ersten Boss. Obwohl Schulz gesagt hat, ich soll mich aber zusammenreißen, ich schaffe das irgendwann schon. Na, okay. Natürlich versage ich. Ich hab's nur gesehen, da, ne? Ich hab gemerkt, wie angestrengt du warst. Und ja, das hast aber doch versagt eigentlich, leider eigentlich. Ich hätte es dir vergönnt, wenn du es gewonnen hast, gegen diesen Werwolf-Typen da, genau, der hat sich immer diesen Werwolf dann verwandelt. Was muss ich denn machen jetzt? Ich check das nicht ganz. Was will das Spiel jetzt von mir? Kann ich nur halbwegs, weil ich viel gespielt habe. Ja, da hast du ja, wie lange hast du gesagt, letztes Mal ein Run, wo ich zum Schluss dabei war? Hattest du, glaube ich, 7 Minuten oder so? Aber ich werde halt eben Lord of the Fall ein bisschen aufnehmen. Ist ja so ähnlich. Genau, also sie hat lag im Sterben, will ich was sagen. Ja, sie lag im Sterben. Arme Mary. Ja, ich glaube, ne? Also hast du so früh angefangen und ich kam, glaube ich, so um 10 Uhr rein und dann warst du so, hast du so den Endboss gehabt und ja, hast dann gesagt, ja, mein Run ist fertig. Ich dachte mir also, was? Okay. Ich habe das letzte Mal deine Ding angeschaut. Deine Highlights bei Twitch, die waren relativ lustig. Weißt du, da war eben das, wo ich mir ein Auto stand, da habe ich dann einfach von allen Leuten mal ein bisschen was angeschaut. Ich habe mir gerade so achso, genau, das ist diese Scheiße jetzt hier. Immer verschrumpelter. Ich gehe aber zu 2016. 2016 hat sich an wie 2013. Noch eins? Was zu? Ja, dazu. Da machen wir 2012. Das war falsch. Also ich finde das falsch. Ich glaube, ich muss eher zu die seltsamen Orte wie hier. Also das nebenan. Hä?
dann zurück. So, wehrt mich gerade ein bisschen. Aber nur ganz ein bisschen. Okay, wo komme ich jetzt, wenn ich von da nach da gehe? Dann muss ich, glaube ich, was war nochmal 2,7? Was ist das bitte für eine Zahlenkombination? Kein Wunder, dass man da durchdreht. Zahl 2. Das ist geschlossen. Ich kann aber sicher nicht so raus. Ich glaube, es ist immer so eben so ein Effekt. Mhm. Hallo? Ich glaube nicht, dass ich so durchkomme hier. Ah, doch, okay. Dann bin ich schon hier richtig. Glaube ich mal. So, ich muss immer mal die Karte wieder ein und auf und auf und. Aber ich kann nur mit dem Lift fahren. Und mein Lift in. Seitdem funktioniert das als nichts Gutes. Ja, Stock 3. Hallo. Okay, dann hol die Keller runter. Dachte eigentlich Stock 3, weil ja. Ach nee, ich glaube, ich weiß, über wen kommen jetzt. Wir sind nicht mal lange weg von Boss, also finalen Boss. Gott, da fängt es ja schon geil an, ey. Kommst rein und auf einmal kriegst du ein Viech mit Wasser. Ah, das ist über Wasser. Kannst du diese Taschenlampe nehmen, oder? Nee. Ich habe ja Licht. Eigentlich, aber ich kann es nicht verwenden. Ah, da sind so. Boah. Kennt das jeder Spieler, der was das jetzt kennt, wenn es so viele Ampullen gibt? Wozu Ampullen? Wie sieht mein Leben aus? Geht. Alles gut. Alles in guter Ordnung. Dann gibt es auch noch Munition. Wie nett. Komisch, ne? Mein Spiel, wo sowas schenkt, ist meistens nichts Gutes. Also, wie ich halt gelernt. Meinen vielen Jahren, also vielen Jahren. Zustiege. Brauchst du gar nicht probieren überall, das ist hier schon alles vorgegeben. Eben das glaube ich, zum Schluss hat es mir dann nicht mehr so, also vom Level also so gefallen, weil es immer alles so vorgegeben war. Ah, der See, genau. Bisschen strange. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong.
No. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Oh, my Füße. Heal all my pain? Das macht mir immer so Angst. Also. Dieses bisschen. James. Aber es ist nicht in Silent Hill. Give me back that knife. No. I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. Und da zufälligerweise muss ich auf. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Ich bin müde, bin ich schon. Okay. Nein, nicht ins Feuer. Ich glaube, wenn ich rein und wieder zurückgehe, dann ist sie wieder weg oder so. Das war eben nur so komische Erinnerung oder so, keine Ahnung. Bisschen eng zum Schluss, bisschen strange wird's da, aber. Mir wird's nicht ganz so. Zu. Ja, wo soll ich hin? Da, X markiert die Stelle. Hi, Realmantics! Hallo und schönen guten Abend oder guten Morgen. Ich hoffe, alles gut bei dir. So, ich gleich muss zurück. Ich muss zurück, ja. Ich muss da jetzt zurück und da zum X. Weil das X markiert doch die Stelle immer. Ist alles zu. Da hinten aber ist sicher zu. Ich gehe jetzt aber mal hinten hin. Ja, okay, ich komme nicht. Also, nee, ich komme nicht mehr hin. Okay. Dann zurück, das war nur so. Was ist das mit dir? Jo, muss uns ab. Ja, bei mir ist alles gut. Ein bisschen müde bin ich. Von ganzen Arbeiten, ein bisschen hier. Aber müde ist nur schwach, ne? Wenn du schlafen gehst, ist nur schwach. So. Ich glaube, ich muss. Hä, bin ich jetzt da reingekommen? So. Irgendwo durch die Tür. Ich glaube, durch die blaue da. Durch die blaue. Weiter runter. Aber so wie ich jetzt stehe, andersrum. Hä, durch die hier? Ah, okay. Ich gehe jetzt mal zum X, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, es hat mich auch hier so hingetriggert, als wäre schon. Danke, du bist nicht die Einzige, sondern mich nicht ignoriert. Ach nee, ich will dich nie ignorieren. Es ist doch nicht nett, wenn man jemanden ignoriert. So. Nein, schon wieder falsch. So. Da auch nicht, dann wir da geradeaus. Nicht mal sagen. Da ist hier auch noch was.
Tajan. Ich kann man aber ignoriert grüßen, ne? Das zeigst du mir mal. Ja. So, auf in die Lobby. Ist das ein Radioactive Sound? Nee, ich glaub nicht. Ich kenne solche Sounds, also ich sag immer die Bassspieler. Ja, ich bin immer so vor die. Das ist aber. Das heißt radioaktiver Sound, das kommt von Radio, ne? Also ich. Die grüßen sich mal ignoriert. Hä? Das ist eine Wand? Ja, wie komme ich dann? Okay, muss ich mit dem Fahrstuhl. Das haben sie extra so gemacht. Die Schlingel. Also ist so ein, ja, man kann sagen, radioaktiver Sound, ne? Radioaktiv. Ja, jetzt fahr ich los. Aber eigentlich triggert das Radio immer. Hallo? Okay, ich muss da durch irgendwie. Ups. So, ich wollte jetzt mal Ruhe haben. Ja, dann muss ich so irgendwie hin, ne? Ja, aber scheiße, ich weiß nicht wie. Da ist auf alle Fälle zu. Das haben sie ja schlau gemacht, ne? Du denkst so, ja, ich kann da jetzt einfach so durch. Dann gehen wir mal Stiege. Da ist alles zu. Mit Dingen habe ich jetzt nicht fahren können. Mit, Ich sag dir mal, melde dich mal, wenn du in der Sitte bist. Kein Problem. Aha, mal deine Taschenlampe ist aus. Ach so, jetzt machen es ja. Du hast Kopfschmerzen. Oh, was hast du denn gemacht? Hast du den Kopf zerbrechen oder zu viel? Naja, bist auf den Dusch getrunken. Das ist bei uns da. Oder Kopfschmerzen von der Hitze. Von der Hitze, ne? Ja, real. Das könnte von der Hitze sein. Das wird von der Hitze sein. Wenn du so hitzeempfindlich bist. Das wird dann. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so heiß ist, aber. Radioactive. Der Knopf geht mir so nah vor. Okay, ist doch nicht wichtig. Radioactive. Guck mal, dieser Pull da. Wenn das Hitze ist, bin ich mehr Pyromann. Ich hitze immer dran. Echt jetzt? Okay. Ja, könntest du halt krank werden, ne? Dann würde ich dem Tipp geben, gleich so ein Aspirin zu nehmen. Und ja. Da ist eine verbogene. Oh, ich habe das Schloss kaputt. Ja, echt jetzt, das ist meistens, ich mache das immer, also gleich so, wenn ich so merke, das könnte anfangen, dann nehme ich irgendwas so. Dann schützt es mich eigentlich davor. Oh, diese blöden Dinger da. Das ist eigentlich nur eins, ne? Ich will eigentlich nur eins Schluss machen, aber ich glaube, ich bin jetzt nah dran am Ziel. Habe ich das Gefühl. Und nochmal extra, wenn diese Wand jetzt mit den ganzen Speicherpunkten kommt, ja. I know it. Das ist nicht schwer, was wir jetzt gleich haben. Muss man mal so raufgehen? Ja, ist dann weg.
dann sind wir gleich am Schluss. Zwei Pyramid Heads. Ja, lieber James. I was weak. That's why I needed you. Need someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Ja, Paramedics. Ich kriege euch schon down. So. Ist jetzt nicht so, also der schwerste Kampf. Nicht, wenn ich jetzt gerade reinrenne. Nicht so. Das Ding mit der Kamera. Au! Au! Brunnen auf Gegenseitigkeit. Schmerzen, Brunnen auf Gegenseitigkeit. Scheiße. Ich verliere, wenn ihr so weitermacht. Ja, ich nehme jetzt erst die für mal, dass ich voll aufgeladen bin. Aua! Hatte ich am langen Speer, ey. Ist ja. Treffst du mal. Jetzt weg, 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 weg. Ist der Trick dabei. Hey, Shadow Girl, hier ist Selina. Na, alles klar bei dir. Auch noch so spät wach. Ich renne mal ein bisschen rum. Muss ein bisschen schaffen, du. Ja. Oh. Ich komme nicht, schaffe ich noch. Ja, mir geht's supi-dupi. Also ich bin ein bisschen müde zwar, aber wie gesagt, müde ist nur was für Schwächlinge. Er hält immer so langsam nach. Okay, wie viel Leben habe ich? Geht, alles noch gut. Alles noch im guten Bereich. Upsi. Oh, ist echt nicht der Tag, warum was los? Das haben heute schon viele gesagt, muss ich sagen. Oder gestern nicht der Tag. Meiner war heute nicht in der Arbeit, aber sonst. Jetzt. Ich hab sie besiegt. Yes! Gleichzeitig sogar. Normalerweise besiegst du einen und danach den anderen. Jetzt habe ich auch beide besiegt gleichzeitig. So. Die haben jetzt was Schönes für mich in meinen Händen. Ich werde es so halten. Ich habe ein scharlachrotes Ei. Es ist jetzt, du kannst dich jetzt den anderen auch nehmen. Der hat auch noch ein Ei. Und du kannst dich jetzt entscheiden, wo du gehen willst. Aber. Was ich mal so getestet habe, ist. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wo du gehst. Oder was du machst, genau. Also, so habe ich halt die Erfahrung gemacht. Das war aber falsch. Ich muss doch die Eier nehmen von beiden. Und dann muss ich sie. Einsetzen und danach kann ich mich die Brustfarbe. Okay, das ist falsch. Oder? Nee. Mein Playstation geht kaputt. Oh je, dein Playstation geht kaputt. Das ist gar nicht gut. Dann spackt diese Tastatur rum und ich bin Single geworden. Was? Oh mein Gott, okay, das ist echt nicht dein Tag. Oh mein Gott, das ist echt. Ja, das ist echt krass, ja. Es tut mir leid. Ich
Ich gebe dir ein echtes gutes Leid, mehr kann man da gar nichts sagen an diesem Tag. So, wo bin ich jetzt? Jetzt nicht mehr lange, Leute. Nicht mehr lange. Jetzt gehen wir so langsam den Weg des Bosses entgegen. What are you watching? Was mir so schockiert. I brought you some flowers. Flowers? Danke. Ja, man kann meistens, bei manchen Tagen hilft nur, wenn du so einen Schulterklopfer machst und sagst, irgendwie wird alles gut. Irgendwie. Between the disease and the drugs. You look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. Die war nicht zu sich verstanden, ne? Die Mary. Ich habe immer so wie ein Monster gesehen. Oh ja, das letzte Weg zum Boss, Leute. Das machen wir heute noch fertig. Ja, ne, das reicht meistens schon. Aber ich meine, es reicht nicht, aber du kannst mir nicht helfen, als das. Oder eine kleine Umarmung oder so irgendwie das. Meistens bei solchen machen. Habe ich da Singer gelesen? Und da ist der Lord schon wieder da. Ich habe euch nicht auf der Game. Ich habe auch schon Ausschau gehalten, es war echt, aber ich habe so 3, 4 wollten mich sehen und wir haben uns nicht getroffen irgendwie. Es ist ja eine Menschenmasse, ne? Da an der Gamescom. Ich habe euch immer geschaut, ob du geschrieben hast oder so auf Twitch. Ah. Endboss. Juhu. Ich darf jetzt nur nicht sterben, weil dann muss ich so viel nachmachen. Juhu. I've been waiting. Mary. I'm sorry, it took so long. Und was, wie warst du die Gamescom? Was hast du da angeschaut? Selina, was hast du denn? Don't you want to see me? Was war dein Highlight? Yes, I wanted to see you. Even an illusion of you. That's why I came here. It's not true, is it? You killed me. I couldn't watch you suffer. Don't make excuses, James. Meine SIM-Karte gefehlt. Oh. Eine ist auch das Handy ausgegangen, kein Akku mehr gehabt. You must have hated me. That's why you got rid of me. It's true. I may have had some of those feelings. Ich finde die Mary schaut nicht aus wie die Maria. Vom Gesicht ja, aber die Frisur ist ja total anders. I was tired. Tired. That's why you needed this Maria person? James. Do you really think I could ever forgive you for what you did? Hallo, liebe Frau, ich liebe dich auch. Ohne Kiffleben habe ich noch. Dann geben wir uns mal sowas. Hm. Ah, ich schaff's wieder mal so. Nein. Ah, Mann, ey, Schutzfledermäuse hier. Bin ich eigentlich Schaden? Ich war nicht mal drin, weil mein Cousin unbedingt was machen musste. Ich stand 3 Stunden davor und musste auf ihn aufpassen. Ja? Aufpassen zu spielen, ne? Ist nicht so easy cheesy. Ich war ja froh, dass wir alle schon 18 waren und nicht aufpassen musste. Und wie gesagt, ich sage immer so, unter 18 möchte ich dir gar nicht raten, diese Gamescom, weil da bringt es eh nichts. Hast recht, wenn du so eine Gruppe bist, was ja alle 18 sind und nur du unter 16, das ist immer blöd. Oh. Aber ich habe da Final Fantasy gesehen und For Honor. Ach, das wird so geil, die zwei Spiele dann so. Müssen wir mal schauen, wie mein Leben ausschaut. Ich habe immer Angst. Aber. Da gab es einen Oculus Rift, ich weiß, ich habe die auch gesehen. Ich dachte, ich wollte aber so unbedingt die VR ausprobieren.
Also die Nautilus Rift, und die gab es genau bei South Park, ne? Und naja. Was? Offenbar, du kommst aus der Umgebung. Weil ja, die Nautilus, die. Ja, was, die war genau bei South Park. Ich hab's gerade, der traue ich mich nicht. Oh, geht's weiter. Ich glaube, das war's. Jetzt sehen wir das Ende. Tinch ist ein Vorzeichen. Ja, genau. Weißt ja eh. South Park, weißt du nie, was du da in die Namen so das kriegst. Ich muss sie töten. Die waren so. Die muss ich mal anschauen. Ich hab's nur mal gelesen. Nur so los. Und dann war genau South Park, da Cartman so da. Als der Wool. Ich habe das mittelgute Ende, glaube ich. Aber ich habe seinen Ziel fertig gebracht. Bin sehr stolz. Als nächstes Horrorspiel wird es wahrscheinlich 4-2 geben. Ich möchte 4-3 welche nicht machen und 4-2 welche machen. That wasn't Mary. Mary's gone. Dann kann ich ausprobieren und? Maria? Das mittelgute Ende, ja. Maria? What, James? I want you. I want you with me. Are you sure? Come on. Let's get out of here. What about Mary? Das ist unglaublich. It's okay. I have you. Okay. Das eine kenne ich gar nicht. Ich darf zum Schluss nochmal lesen. Juh. Ich glaube, das ist ekelhaft. Das wird so ein reinströmen. Ja, ich glaube, ich möchte es glaube nicht. In meinen ratlosen Träumen sehe ich diese Stadt. I see that town. Silent Hill. Silent Hill. Ups, du hattest versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen. Aber du hast es nie getan. Dann könnt ihr nicht auf Englisch, ne? Nun, ich bin jetzt alleine hier an unserem speziellen Ort. Ich warte auf dich. Punkt. 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 Waiting for you. Ich warte darauf, dass du mich besuchen kommst. Aber du kommst nie. Punkt. Und so wartet ich bei Strich eingewickelt in meinen Kokon aus Schmerzen und Einsamkeit. Punkt. Ich weiß, ich habe dir etwas Furchtbares angetan. Etwas bei Strich, wofür du mir nie vergeben wirst. Punkt. Ich wünsche bei Strich, ich könnte das ändern. Bei Strich, aber das kann ich nicht. Ich fühle mich so dumm und es. Hässlich, Basti, ich hasse schon mit Doppel-S nicht. Ich hier liege und auf dich warte. Punkt, Punkt, Punkt. Jeden Tag starre ich auf die Egoistin in der Decke und ich kann nur daran denken, Basti, wie unfair alles ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Sagst du euch immer mit diesem. Der Arzt kam heute. Punkt. Er sagte, Basti, dass ich für kurze Zeit nach Hause gehen könnte. Punkt. Das heißt nicht, dass er nicht besser ginge. Punkt. Es könnte einfach nur meine letzte Chance sein. Punkt, Punkt, Punkt. Bitte, dass er du. Ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin trotzdem froh, Beispiel nach Hause zu kommen. Punkt. Ich habe dich furchtbar vermisst. Punkt. Aber ich habe Angst, Beispiel James. Punkt.